Auf den zweiten Bildungsweg kam ich durch Umwege. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht und war damit nicht so zufrieden. Und nach der Geburt meiner Kinder dachte ich dann, so, jetzt wird es Zeit, ein bisschen mehr zu machen. Ich habe mich für den zweiten Bildungsweg entschieden, weil der erste nicht geklappt hat, um es ehrlich zu sagen. Ich habe nach meiner Ausbildung noch ein bisschen gearbeitet. Ich wusste gleich, dass es kein so Traumberuf ist und wollte auf jeden Fall noch was machen, aber ich war mir halt nicht so richtig sicher, was. Aber wenn man dann merkt, auch nach einer Ausbildung, hey, das war's nicht oder ich will darauf aufbauen, ey, jederzeit. Ich merke so langsam immer mehr, ich brauche das, ne? Das hat mir gefehlt. Das sehe ich immer wieder. Wir haben teilweise Leute, die sind 30, 40 und versuchen es nochmal und schaffen das auch. Und es ist nie zu spät. Und wenn man das erkannt hat, dann ist das die perfekte Lösung. Und man wird aufgenommen, es ist einfach, man wird eingeführt, es gibt Vorkurse. Man geht nicht einfach so hin und muss Leistung bringen, man wird vorbereitet. Und das ist zu schaffen. Das ist für jeden zu schaffen. Also ich habe auch gemerkt, dass ich mich halt viel wohler fühle an dem Kolleg als früher an der Schule. Das Interessante ist, wir haben sehr unterschiedliche Leute, auch was das Alter angeht, auch sehr viele unterschiedliche Schicksale. Man ist gewissermaßen reifer und man weiß vielleicht, was man möchte oder was man nicht möchte. Und da merkt man dann halt auch, wie Leute so halt aufblühen, weil ihre Stärken dann auch geschätzt werden. Man hat vielleicht ein klareres Ziel. Das ist halt eine große Unterstützung. Also diese Stiftung, die fördert ja einmal finanziell, also man bekommt da um die 300 Euro im Monat. Aber halt richtig wichtig ist auch die ideelle Förderung, weil es halt da auch wirklich darum geht, dass man sich als Mensch weiterentwickeln kann. Ich kann es einfach jedem empfehlen, sich da zu bewerben, weil es sich halt lohnt. Wir haben eine ganz tolle Klassengemeinschaft und wir haben auch ein ganz tolles Miteinander mit den Lehrern. Man merkt natürlich so, wenn die Klausuren anstehen, dann sind alle so ein bisschen in Hektik und in Stress oder so, aber irgendwie ist es auch aufregend. Das ist mega auf Augenhöhe. Also du bist per Du dabei und es ist sehr gemeinschaftlich, sehr familiär und man ist einfach glücklich, wenn man zur Schule geht. Das ist was ganz anderes als damals. Und diese zweite Chance, das ist ein Geschenk. Das ist das Beste, was man machen kann.